Und Markus, Dankeschön für 100 Biddies. Einen wunderschönen guten Abend. Dir natürlich selbstverständlich ebenfalls auch. So, warte mal, wir brauchen irgendwie Musik. So, wen haben wir dann? Connor ist injured. Injury. Oh, der hat noch immer einen, der hat noch einen Treffer bekommen. Wo ist denn der? Der geht ins Bett. Okay, das soll er machen. So, erstmal herzlich willkommen hier in unserem leicht speziellen Koloniegeschichtchen. Schon wieder ein Shootingstar. Ach, eine gute alte Sternschnuppe. Paul, hallöchen. Wunderschönen guten Abend dir natürlich ebenfalls. Hi. So, bei uns ist es jetzt gerade so, hier werden wild Sachen gemacht, ne? Connor ist immer noch ohne Hose unterwegs. Was ist denn das für ein Zustand hier? Umaya, was machst du gerade? Chillst erstmal ein bisschen dein Leben. Ja, gut, okay. Und jetzt? Handling. Was handelt der da? Stöckchen. Ja gut, Stöckchen gehen immer, ne? Nachdem wir Wochen und Monate gar keine hatten. So, jetzt geht er schlafen. Hier haben wir noch ein Rind. Das ist gut. Ehret das Rind. Ich sag's euch. So, hier ist angenehm mollig. Das ist gut. Connor muss erstmal speien. Das ist schlecht. Ja, geil. Das sind die Abgründe. Ey, die Abgründe sind überall. Außer bei Vandrea. Punkt. Hallo zusammen. Dankeschön. Vandrea, dankeschön für deinen Resub im 28. Monat. Vielen lieben Dank dir. So, Connor. Du alte Wursthau. Du trinkst jetzt erstmal ordentlich einen Schluck aus der Pulle. Einen ordentlichen Wein ins Gesicht reingedübelt, ja. Und dann geht's hier rüber und dann nähst du dir erstmal so anständig deine Hose. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass du hier in der Unterbuchs rumläufst. Das geht nicht. Was sollen die anderen sagen? Was sollen die anderen sagen? Oh Gott, warum stelle ich solche Fragen? Irgendeiner muss da noch ein Beanie machen. Umair, was machst du gerade? Frühstück, gut. Ordentliche Wurst-Eintopf. Das ist auch gut. Und jetzt macht er was? Ah ja. Er macht hier irgendwas. Er macht hier eine ordentliche Paste. Guck mal, der rührt die so zusammen. Kein Problem. 10-mal Paste. Schön. Wo ist die Paste? Dankeschön, Paul, für 100 Biddies. Ey, wir sind schon voll im Hype-Train drin. Danke euch. Hallo. Gibt's auch gleichgeschlechtliche? Ich weiß es nicht, Randir. Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben das noch bisher nicht gesehen. Das ist... Oh, guck mal. Pilze. Wir wissen es nicht. Wir finden es vielleicht sogar raus. Mal gucken. Hier wird wieder an der Suppe gerührt. Ey, warte mal. Kumpel, hier. Machst du mal bitte... Hui, ein Samstag-Stream und ich hätte es fast verpasst, Zwergteil. MB, dankeschön für den Prime im 33. Monat. Vielen lieben Dank dir. Das ist mal... super nett von dir, weißt du? MB halt, weißt du? Großartig. Für euch alle nochmal ein Ausrufezeichen. Hype in den Chat. Einfach mal für jeden und für euch alle einfach. Ihr wisst, wie es ist. Manche Dinge müssen halt einfach laufen, ne? Okay, allgemeine Erkältung quasi ist sich eingefangen, der Arme. Umair. Da läuft die Nase, ich sag's dir. Und die Hypes kommen für euch. Von euch, für euch. Ihr wisst, wie es ist. Was macht Connor da eigentlich gerade? Er huntet hier mal wild. Huch. Ey, Connor geht's aber auch nicht schnell genug, ne? Das andere Tier noch nie mal zerlegt und dann... Wahnsinn hier. Zustände sind das. Wir haben schon wieder zu wenig Sprit am Start. Okay. Ja gut, das finden wir jetzt alles nach und nach raus. Umaya versucht an der Turret-Forschung weiter zu drehen. Das ist wichtig, dass er das mal macht. Connor ist kurz vorm Meltdown. Ja. Er braucht jetzt erstmal wieder einen ordentlichen Shoppen. Warte mal, Connor. MB! MB 2610 schenkt 5 Subs. Das ist schon ganz arg lieb von dir, ne? Das ist schon ganz arg lieb von dir, MB. Hau da einfach mal 5 Subs an die Community raus. Und bei MB bedanken sich bitte außergewöhnlich viele Leute. Und zwar nämlich 5. Und zwar an Kofinke im 1., an Razorgore im 8., an Scanlinger im 1., an Dalinius LP im 6. und an Flash von Mark im 1. Bedanke dich bitte vielmals bei MB für euren geschenkten Sub.
Kann man das Game empfehlen? Shane, auf jeden Fall. Auf jeden. Ich mag das Spiel wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von dem Game. Also, ich meine, RimWorld kennen die meisten von euch. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das spielt sich ähnlich, bloß ein bisschen mehr 3D-ig. Ja? Aber ich finde, gerade dieser 3D-Effekt oder Aspekt in dem Ganzen macht das ganze Spiel halt nochmal so ein bisschen mehr. Ne? Es macht halt einfach, du kannst dir halt alles nochmal ein bisschen mehr vorstellen als in dieser 2D-Grafikgeschichte. Ich finde, das wertet das nochmal ein bisschen auf. Ich finde, klar, ne, das Spiel braucht noch Zeit, aber wer schon damals, wie ich jetzt zum Beispiel, in der RimWorld Alpha noch unterwegs war, so gerade die ersten Varianten gespielt hat, der kann sich da an so ähnliches Setup zurückdenken. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Es ist noch nicht balanced, es fehlen Sachen, manche Sachen funktionieren noch nicht, manches buggt. Klar, logisch, aber das hat es bei RimWorld vor Jahren auch getan, als es rauskam. Genau, Gabriel sagt es auch gerade. Spiel ist cool, die KI ist manchmal etwas komisch, aber sonst ziemlich gut. Ja, genau. Ich denke, so kann man das auch zusammenfassen. Das Spiel braucht noch Zeit, aber ich finde, das kann man voll unterstützen. Genauso wie Moritz mich unterstützt im 35. Monat. Zwergliebe. Danke vielmals. Und der Hype Train auf Level. Oh, das geht schon wieder völlig. Seid ihr völlig wild? Wild seid ihr! So, wer macht denn hier jetzt eigentlich was? Hier. Hier gibt es erstmal ein ordentliches Süppchen, oder was? No Fuel. Das ist ein kleines Problem mit dem Fuel, glaube ich, oder? Ja, das mit der Batterie ist das nächste große Problem. Hahn. Farming und Intellekte. Hahn kann gar nichts, ne? Hahn kann halt gar nichts. Hahn ist schon ein bisschen arm dran, ne? Ich sag ihm mal, er soll mal ein bisschen craften, damit er das auch mal kann. Ja, Klamotten gehen so schnell kaputt. Das ist, ich meine, das Spiel spielt auf einem Jahr und die haben immer dasselbe an. Klar, könnte man jetzt argumentieren, dafür hält schon sehr lange. Aber spielerisch, muss ich sagen, sind die Klamotten ratzfatz weg. Und das ist echt anstrengend. Du bist ständig nur am Klamotten nachproduzieren. Das geht ein bisschen arg wild, ne? Vor allem mit Leuten, die maximal ausgeskillt sind oder sehr weit geskillt sind, ist es echt anstrengend. Ich beschleunige mal wieder, damit hier mal ein bisschen was passiert. Ja, also wie gesagt, es gibt noch andere Anpassungsoptionen. Auch das Essen geht verhältnismäßig schnell kaputt. Ich meine, klar, da gibt es dann auch noch Möglichkeiten wie eine Gefriertruhe und so weiter. Da gibt es noch ordentlich Baustellen, was man hier machen könnte, klar. Aber ja, im Großen und Ganzen, es ist doch schon ordentlich. Scav, wunderhübschen guten Abend, hi. Really? Echt jetzt? Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Scav, danke für dein Verschenken an G-Fruit. Tabu schenkt ein Subs. Vielen Dank, und G-Fruit im dritten. Vielen Dank an Scav. So, was machen wir jetzt, Leute? Scheiße. Warte mal kurz. Wir haben nämlich ein kleines Problemchen hier. Wir haben im Prinzip nur einen, der eine Waffe hat. Ich habe noch gesagt, lass uns mal Waffen bauen. Nicht sterben ist der Plan, ja. Das Problem ist, die Türme sind eine Todesfalle. Türme sind eine Todesfalle, Leute. Wir können nicht in die Türme reingehen, weil wenn die Leute da umkippen innerhalb der Türme, und da greifen sie an.
Okay, wenn die Leute nämlich in den Türmen umkippen, dann haben wir ein richtig dickes Problem. Ich hoffe, Omaya baut das Ding jetzt noch fertig. Hat er. Okay. Wir werden Folgendes tun. Wir gehen den Gegner entgegen. Und versuchen das irgendwie hinzudeichseln, dass wir so viel Schaden wie möglich verursachen, dass die bluten. Fast. Wunderbar. Nächster. Nächster auch Treffer bekommen. Und weg damit. Zwei haben schon Treffer abbekommen. Erster ist down. Ein Treffer mit Blutung sogar. Saugut. Wir ziehen nach hier oben. Nächster mit Blutung. Damit tickt das automatisch runter. Und die kriegen automatisch immer weiter Schaden. Das ist super wichtig. Ja, wir wollten Waffen bauen, aber das hat sich zeitlich dann einfach nicht mehr ausgegeben. Jo, nächster Treffer. Nein, nein, stopp. Der hat einen Treffer, der jetzt als nächster. Nicht genug getroffen, nicht genug getroffen. Ordentlicher Treffer. Leco Mio ist er gut gewesen. Ja, guter Treffer, aber auch nicht ausreichend. Der erste, nächste ist wieder down. Sehr schön getroffen. Er jetzt hier? Yo, nice, sehr gut. Sieben sind's noch. Ah, sehr ordentlich, sehr ordentlich. Ich warte jetzt, bis der Treffer durch ist. Wir lassen ihn mal ein bisschen weiterlaufen. Ungefähr bis hier. Nächster, nur noch sechs Stück. Das könnte knapp werden. Da unten kommen noch zwei, die noch voll sind. Da kommt auch noch einer entgegen. Wir müssen durch die Mitte durchtauchen. Jetzt wird's eng. Ah, einer hat einen Treffer bekommen von uns. Okay. Okay, okay, okay. Fünf Gegner sind's noch. Keine Blutung verursacht bei dem einen Viech, oder? Doch. Könnte sein. Doch, jetzt auch wieder wunderbar. Ah, sehr geil, der ist fast hinüber. Saugut, saugut. Einer noch und dann haben wir's. Holy moly. Sensationell. Guter Ausgang, würde ich sagen. Respekt. Huf. Ey. Huh. Kämpfen im Dauerlauf, ja. Unsere Leute können das, ne? Wie schaut's bei ihm aus? Ja, ist schon behandelt worden. Wunderbar. Also das klappt mittlerweile sehr gut. So, Connor, du alte Wursthaut. Jetzt, lass mal über Sachen reden. Cutte mal das Ding weg und danach cuttest du den weg. Wir brauchen gerade ein bisschen Holz. Das Unrelaxed hilft ja auch nicht. So. Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen Holz eingelagert, damit wir nachts unsere, jetzt im ausgehenden Winter, unsere Sachen machen können. Okay, Hahn hat die nächste Erkältung. So,
hier du mal Research, weißt wie es ist. So, wir haben fast die Turrets durch. Ja, sterben ist relativ easy möglich. Also es geht ratzfatz. Bei RimWorld hast du viel, viel mehr Zeit, um Kolonisten noch zu helfen. Das geht manchmal mehr und manchmal weniger gut, das ist schon richtig. Aber im Großen und Ganzen hast du viel, viel mehr Zeit, deinen Leuten nochmal irgendwie zu helfen. Klar, da gibt's auch One-Shots, logisch. Ne? Also ein Treffer und alle liegen plötzlich tot am Boden rum. Das kann da auch schon passieren. Aber hier ist das viel schneller. Also du musst wirklich schauen, dass die am besten gar nicht getroffen werden, weil sonst ist das ratzfatz vorbei. Jetzt lassen wir unsere Leute mal heute ein bisschen ausspannen. Es ist früh am Morgen. Die dürfen sich mal bei 23 Grad ordentlich aufwärmen. Wurde hier danach gepflanzt? Nee, ne? Noch nicht. Schade. Ich muss, Umair, du bist doch der Mensch, der das kann. Die drei Bäumchen holst du dir erstmal. Der soll jetzt mal Stöcke ranbringen, weil Stöcke haben wir mit Abstand am wenigsten. Und da brauchen wir echt, wir brauchen 50 Sprit. Um unsere ganzen Sachen ordentlich mal ein bisschen aufzuforsten. Und dann liegt hier wenigstens mal ein bisschen Stock rum. Dann brauchen die das nämlich nur noch holen. Na, dann können die das nämlich hier schön abholen. Hahn ist auch schon auf dem Weg. So. Meier. Antibiotikum brauchen wir dafür. Oh oh. Das können wir nicht, oder? Das können wir nicht. Ja. Ha, wie schaut's denn da aus? Können wir Antibiotika-Pillen irgendwie unkompliziert herstellen? Electronics können wir jetzt herstellen. Orbital Radio haben wir drin. Da können wir Handel treiben dann. Lass uns das mal rausmachen. Wir gehen auf Lederarmor als nächstes. Und hier wären Antibiotika. Da müssen wir aber erst selber dieses Grain produzieren. Okay, Dieselgenerator wäre auch wichtig, Windturbinen wären auch wichtig und der Freezer als nächstes, so machen wir das. Hast du nicht eine Pflanze gefunden, die Antibiotikum-Wirkstoff? War das die hier? Nee, das war Sirup, das waren die Pumpkins und das war Grain. Ich glaube tatsächlich, wir hatten keine, die macht Silizium. Nee. Nee. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen und Connor. Vielleicht ist da Antibiotikum noch irgendwo in den Tiefen unseres Raumschiffs drin. Schauen wir mal, ob da was rausfällt. Der hat Migräne, das hätte ich bei dem Gehämmer aber auch. Erstmal hinspeien. Okay, er muss aufhören damit. Er hat richtig Hunger. Kriegt mal eine Veggie-Suppe. Ja, die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Wie geht's ihm? Er hat immer noch eine milde Pneumonie. Riesig, einen wunderhübschen guten Abend. Hi! Connor ist der beste Charakter in dem Spiel. Ich hoffe, dazu noch ein paar mehr reden. Ey, Connor ist das Tier. Ja, Connor ist das Tier. Der macht das halt einfach
Der macht das halt einfach, ne? Egal was, er macht das. Weil er kann. So, Orders. Cut. Ich weiß nicht, ob das Connor jetzt macht oder nicht macht. Keine Ahnung. 21 Uhr und bei uns ist die große Schlafenszeit. Warte mal ganz kurz. Connor. Er hat auch selber Schmerzen. Er hat keine Schmerzen. Hey Markus, danke für dein Verschenken an Resi Schmittler im Zweiten! Der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Resi Schmittler 1990. Das ist saulieb von dir, Markus. Vielen lieben Dank. Lass mal ganz kurz schauen, ob wir irgendwas machen können. Diese Schmerz, also diesen schmerzlindernden Tee produzieren. Das haben wir doch hier drinnen? Ah ja, das haben wir eh schon drin. Not enough resources. Ah, wir haben die Teeblätter beim letzten Mal nicht abgeerntet, ne? Die sind kaputt gegangen. Hahn, was machst du gerade? Hat der nachts gerade irgendwas angepflanzt? Der hatte hier echt was angepflanzt. Eine Knolle. Gute Knolle. Shane. Ja, hat man. Wir hatten auch. Wir hatten erst drei, dann vier, dann einen, dann zwischenzeitlich wieder fast vier und jetzt wieder drei. Wir sind ja schon im vierten Jahr. Ja. Ja, und wir haben auch echt super wenig Ausrüstung, ne? Okay, das mit der Herzattacke oder was das war, ist auch schon fast rum. Hahn ist besser im Farming geworden. Das ist super wichtig für ihn. Der pflanzt hier nämlich auch wild irgendwas an. Ach nee, warte, nicht observen. Dafür haben wir gerade keine Zeit. Läuft. Wo ist Connor gerade? Der läuft hier hinten wild durch die Gegend. Natürlich Auslöserschwund. Vielleicht auch das, ja. Aber schön, schön, dass hier jetzt endlich angebaut wird. Weil das kommt nämlich im Sommer jetzt dann auch richtig geil raus, ne? Also das kriegen wir jetzt dann halt richtig gut. Schau mal, was hier... Ey, guckt euch das an. Aber wenn er das alles erntet, ja? Oh Meier, was ist mit dir? Er hat Hunger. Connor, fütter ihn mal bitte. Das ist wichtiger als das Zerlegen von irgendwas jetzt. -41 Grad hat's hier drin. Gut, hier draußen hat es schon 7 Grad. Mach mal zwei Fenster auf. Wie warm ist hier? 38. Oleg. Ist ein bisschen warm hier drin, oder? Kein Refuelen mehr. Ja, hier wird ja überall eingeheizt, ne? Wir machen nur noch den einen an und die anderen lassen wir dann ausgehen. Achso, jetzt ist er ja schon an. Mist. Schlafen wir 38 Grad, das ist gut so, ja? Das ist wichtig. Das fördert einen gesunden Kreislauf oder so. Ja, Temperatur ist noch Katastrophe.
Wie sich Temperatur zwischen Räumen bewegt, ist Katastrophe. Schlafen in der Sauna von finnischen Ärzten empfohlen. Ja, genau so ist es nämlich. Können wir mit ihm irgendwas machen? Ich mach mal die Temperatur ein bisschen runter. Der schwitzt nämlich auch noch. Ah nein! Es wird aber moderat jetzt, okay? Okay, machen wir so. Dann wird sich um ihn gekümmert. Hier drin hat es nur 10 Grad. Das ist doch echt verrückt. Was hat man im Winter? Hitzschlag, wenn man bei 40 Grad im Schlafzimmer schläft. Klassische Probleme, die hier dargestellt werden, ja? 15 Grad, okay, jetzt können wir das Ding, können wir die wieder zumachen. Das ist okay. So, weiterhin brauchen wir unbedingt. So, 12 Grad, angenehm. Cutte mal bitte die zwei Bäumchen hier oben weg. Dann haben wir wieder ein weiteres Holz im Nachschub. Und die Tiere, die sich hier rein verirren, die werden zum Abschuss freigegeben. Weil die fressen uns nämlich hier tatsächlich und unwiederbringlich unser Gemüse weg. Schweinerei. So, wie schaut's hier aus? Können wir da jetzt wieder was ranhängen? Oder geht das wieder nicht? So, hier können wir Fleisch bearbeiten. Und hier... Das passt schon. Ah, jetzt hat er es genommen, okay. So, jetzt ist okay. Können wir die Tabakblätter noch trocknen? Ja, das mit den Devices ist ein Problem. Leute, was ist denn hier oben los? Connor kennt da halt gar nichts, ne? Okay, wir müssen hier mal ganz kurz ein bisschen ausdünnen. Wobei, die greifen relativ schnell an, ne? Also hier machen wir nur einen immer. Für den Fall, ich will hier nicht, dass plötzlich drei Gegner gleichzeitig kommen. Hier geht's Hahn mittlerweile, immer noch die Pneumonie. Bei 9 Grad hier drin, das ist okay für mich. Es kostet uns jetzt halt auch weniger Zeit und Aufwand, Stöckchen zu besorgen. Aber man merkt halt, dass einer jetzt gerade super krank ist, ne? Und er ist hungrig. Die Stimmung ist allerdings relativ okay, ne? Nein, Connor, das auch jetzt. Oh no. Ist nur noch Hahn am Start. Ja, es kann ja nur Hahn dran teilnehmen am Neujahrsabend. Der soll erstmal frühstücken und dann muss er sich um unsere zwei Kranken kümmern.